Wunderschönen guten Morgen. Ja, eine gute, ruhige Nacht ist zu Ende. Es war richtig schön still hier. Und dunkel, kann ich euch sagen. Also der Stern, so ein Sternhimmel, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. So viele Sterne gibt das wirklich. Es ist echt unbeschreiblich schön gewesen. Milchstraße ist super zu erkennen. Also ist so dunkel hier. Richtig toll gewesen die Nacht. Sehr viel geschlafen, wie gesagt, ich war einmal wach, heute habe ich gleich genutzt rauszugehen, um mal nach oben zu schauen und oh, unglaublich, aber hier geht bald die Sonne auf, nur noch ein paar Minuten, ich habe mir jetzt noch gerade Frühstück gemacht, so ein bisschen Porridge, das dampft hier gerade noch. Ja, das tut auch dann nochmal gut was Warmes, es ist recht frisch. 10, 11 Grad sind es draußen. Der Wind ist etwas abgeflaut, aber ist immer noch da. Aber es sieht richtig gut aus. Jetzt erstmal was essen und alles wieder zusammenpacken. Es dauert noch ein bisschen. Und dann geht es nochmal weiter. Heute auch wieder noch eine schöne Strecke vor mir. Nicht zu wenig, über 80 Kilometer oder so, um die 80 Kilometer werden es werden. Aber so ein schönes Wochenende muss genutzt werden. Ja, und heute Sonntag geht's halt weiter. Knapp 5 Kilometern bin ich immer noch auf Helsnes, nämlich hier an diesem westlichsten Punkt am Helsnes für den Leuchtturm. Und der Platz hier ist echt wunderbar, da bin ich letztes Mal auch schon gewesen, vor einem Jahr. Ja, echt toll, super Aussicht, natürlich übers Meer, oh, das ist klasse. Absolut klare Sicht, kein Nebel, nix. Da drüben ist wieder Aals. Ja, und da drüben, Moment, da geht's weiter. Da an der Küste werde ich längs fahren. Aber wie man sieht, auch Steilküste, also werde ich oben rumfahren. Und dann geht's stracks Richtung Norden. Die nächste Stadt ist dann Aasens. Das ist eigentlich das einzig große hier in der Gegend, wo ich durchkomme. Viele kleine Orte, selbst hier auf der Insel, da gibt es noch nicht mal was zum Einkaufen. Ein Krog habe ich gesehen, ein kleiner Kiosk noch, ein Campingplatz. Ja, wie gesagt, Shelter, eine. Und das war es dann aber auch schon. Ein paar Einwohner gibt es hier nicht, aber es ist ein Angelparadies. Da hinten steht auch schon einer zum Meerforellenangeln. Oh, es ist echt ein toller Platz hier. Deswegen bin ich hier, den mir nochmal anzugucken und euch zu zeigen. Richtig toll hier. Ja, es ist frisch, die Nase läuft so ein bisschen, aber der Wind ist noch nicht so stark. Oh, da müsste heute ziemlich Rückenwind sein, teilweise von der Seite, also richtig gut. Den meisten Gegenwind hatte ich ja gestern, heute bleibt er aus der Richtung. Also richtig easy heute, richtig wieder zum Genießen.
Also es wird heute wieder sehr viel schöne Bilder geben. Also dann wünsche ich weiterhin viel Spaß dabei. Kilometer 16 das Festland erreicht. Helsnitz ist immer noch eine Insel, auch wenn eine Straße rüber ist. Oder Sylt oder Röhm haben wir auch einen Damm rüber und zählen auch immer noch als Insel. Also bleibt das auch eine Insel. Richtig toll gewesen und es wird auch noch richtig toll bleiben, denn dort drüben fahre ich gleich entlang. Da oben über die Steilküste gibt es bestimmt auch noch mal schöne Aussichten. Da freue ich mich drauf, auch wenn das heute nicht mehr so weit ist. 63 Kilometer habe ich nur noch vor mir bis Mittelfahrt, bis zur Brücke. Ach, da fahre ich wieder hin heute. Ja, und hier ein toller Spot, ja, kann man sogar mit dem Camper hin und stehen. Offizielle Stelle hier. Ach, echt eine klasse, klasse Gegend hier. Ja, ich liebe es hier in Dänemark rumzuradeln. Und sonnige Stellen gibt es ja überall im Land. Naja, wie ihr auch schon bestimmt viel gesehen habt auf meinem Kanal. Ja, und jetzt, ja, Assens, das sind 20 Kilometer circa, also höchstens. Dann bin ich da in der Stadt. Oh, und dann mal sehen, was jetzt gleich kommt. Nun stehe ich hier wieder ein paar Meter über dem Meer und nochmal was für eine Aussicht. Kann man die Insel nochmal richtig sehen, auch den Leuchtturm, ganz klein zwar, aber richtig klasse, also das ist echt toll. Eine tolle Strecke. Ja, ich bin jetzt auch auf den dänischen Ostseeküstenradweg, die Nummer 8, die folge ich fast komplett bis Mittelfahrt, nicht ganz, ich habe nur so ein paar Schlenker eingebaut, aber größten und ganzen ist das so, aber wow, ja, hier habe ich auch vor ein Jahr gestanden und gestaunt. Hier befinde ich mich jetzt wieder in so einem kleinen Fischerörtchen, kurz vor Assens.
Das liegt da hinten, da sieht man schon Kirchturm und Industrie. Oh, richtig schön gelegen. Töre Hüse heißt das. Oh, auf Dänisch wird das bestimmt ganz anders ausgesprochen. Aber natürlich sehr schön wieder hier. Richtig toller kleiner Hafen. Und man sieht auch schon viele Segelboote auf der Ostsee. Ja, bestes Wetter bei dem Wind. Aber das ist ja auch wieder, Mann, so viele tolle Plätze. Aber oh, was heißt das jetzt? Kleine Pause, würde ich sagen. Kleine Snackpause und dann geht's weiter durch Aasens durch. Bin ich schon weit hinter Aasens. Ja, was soll ich sagen? Im Moment gibt es nicht viele Aussichten aufs Meer. Mehr so das Landesinnere ist es jetzt. Das ist jetzt Sandacker, die Kirche. Da oben auf dem Berg, das ist, glaube ich, eine Kirche, da bin ich gestern vorbeigekommen. Aber hier auch wieder Blumenstreichen, endlich. Das macht es ja immer noch mal bunt jetzt. Das ist alles ziemlich, ja, abgeerntet, grau. Nicht mehr viel an Blumenpracht, aber diese Blütenstreifen, die machen das auch wieder herrlich. Wollen wir mal sehen, ich habe jetzt nur noch 38 Kilometer bis zum Ziel. Ob ich nochmal das Meer zu sehen bekomme, bestimmt nochmal. Oh, werde ich gleich mal sehen. Die nächsten Kilometer geht es bestimmt auch, wie jetzt auch immer, hoch und runter. Kilometer 65, ich bin hier wieder in Gamborg. Da war ich bei meiner ersten Pause ganz am Anfang meiner Tour gestern. Aber hier ist noch nicht Schluss. Ich will noch weiterfahren, also ich habe noch eine Strecke, denn ich mache nicht denselben Weg, wie ich gestern gemacht habe, sondern
hier eine andere Runde nochmal so richtig schön an der Küste entlang und dann erst nach Mittelfahrt. Also es ist hier noch nicht Schluss, aber hier werde ich so ziemlich mögliche noch mit Schluss machen, mit einer Cola, mit Thunfischsalat, den ich noch nicht gestern gegessen habe und so, damit ich nicht alles umsonst mitgeschleppt habe, sondern wir das jetzt hier noch ein bisschen was vernichtet. Ist auch Mittagszeit. Und dann geht es noch mal ein kleines Stück weiter, so 16 Kilometer habe ich noch. Aber hier werde ich erstmal genießen und dann gestärkt noch mal die letzten Kilometer in Angriff nehmen. Nun bin ich in Mittelfahrt angekommen, aber südlichen Teil davon. Denn hier beginnt erst der kleine Belt, die Meeresenge. Aber das ist noch eine Insel da vorne. Dahinter geht's herum für die großen Schiffe. Hier ist nur so eine kleine Stelle für kleine Segelboote oder so, die da noch durchpassen. Aber dahinter auch einmal rum geht der kleine Belt. Da hinten sind so ja, die Pfeile gerade so zu erkennen von der Brücke. Da will ich gleich hin, aber ich habe noch 9 Kilometer, einmal so darüber und dann einmal hinten runter und dann auf der anderen Seite nochmal entlang. Ja, richtig schön, hier kommt der Wind jetzt nicht so an, gleich ordentlich was Wärme, richtig, ja nochmal richtig sommerlich. Für September, einsame Spitze. Naja, jetzt geht's so langsam auf die letzten Kilometer zu, ja, durch Mittelfahrt. Nun stehe ich hier auf der anderen Seite. Das ist jetzt die volle Pracht des kleinen Belts zu sehen. Die kleine Beltbrücke und die große Beltbrücke. Ja, die beherrschen hier so ein bisschen das Bild, aber es ist trotzdem richtig klasse. Ja, hier ist natürlich wieder alles vorhanden. Restaurant, alles kann man hier wieder bekommen. Ja, sieht richtig klasse aus, aber es bedeutet ja auch langsam, es geht zu Ende. Die Tour, das Wochenende, oh, es geht wieder so schnell, ach Mann, aber es ist richtig toll. Ich fahre jetzt gleich da noch durch die Stadt, da ist bestimmt auch wieder die Hölle los bei dem schönen Wetter hier. Aber leider, verdammt, hier hängen gerade so ein bisschen Wolke vor, aber egal, das Wetter ist trotzdem schön. Und anscheinend ist auch Tauchrevier, da kommen sie gerade wieder raus. Wir haben hier gerade eine ganze Zeit hier unten rumgetaucht, was da wo alles so rumliegt. Das Wasser ist ja auch recht klar. Hier an der Ostsee ein richtig gutes Tauchrevier. Also, ja, da drüben,
da unter dem Pfeiler, da bin ich letztens gestartet, da will ich auch gleich noch wieder hin. Ja, noch ein paar Minuten, dann bin ich da. So, jetzt bin ich wieder da, nach 82 Kilometern. Schade, Sonne ist etwas weg, aber egal, es war trotzdem ein schöner Tag. Eine sehr, sehr schöne Tour, wir alle beide. So kann man sein Wochenende auch verbringen. Fazit, das mache ich bestimmt nochmal wieder. Es ist so toll gewesen, richtig toll. Also ich muss sagen, es ist besser gewesen wie gedacht. Vor allen Dingen auch das Hinterland von gestern. See ist ja immer toll, aber wenn man dann durch Felder fährt, aber so hügelig, dass man immer schöne Aussichten hatte. Tolle Häuser, muss ich sagen. Manche Dinge wohnen echt privilegiert mit einer tollen Aussicht oder diese Höfe, diese vier Seitenhöfe. Wow, war richtig klasse, war sehr überraschend, fand ich. Richtig gut. Natürlich der Übernachtungsplatz war einsame Spitze, da kann ich echt nicht meckern. Für die 8 Euro. Wow. Echt, und so dunkel, dass man nachts so die Sterne sehen kann, weil da weit und breit keine Stadt ist. Also das hat mich echt geflasht. Wow, aber auch heute die bekannte Strecke, die ich ja schon vor einem Jahr gefahren habe, ist trotzdem wieder anders gewesen und super toll. Das kann ich nur sagen. Ich kann es nur zur Nachahmung empfehlen. Es muss ja nicht immer ein Tag sein, eine Woche sein oder sowas. So eine Radreise geht auch nur mal 2 Tage. Es ist echt toll. Am Wochenende zu verbringen. Da geht man doch morgen auch wieder gerne zur Arbeit. Also richtig kaputt bin ich nicht. Ich kann sagen, ich komme wieder fit aus dem Wochenende zurück für die Arbeit. Das tat so gut wieder. Also das tut der Seele echt gut. Und ja, es ist jetzt Anfang September. So langsam geht die Outdoor-Saison zu Ende mit Zelten. Aber ja, ich habe ja noch was geplant. Es ist ja letzten Wochen ja auch kein Urlaub gewesen bei mir. War immer am Wochenende und jetzt, ja, ich habe noch ein paar Tage jetzt gebucht sozusagen. Ich werde noch mal losfahren. Ich hoffe, das Wetter hält sich bis dahin. Ja, wenn das klappt, zumindest 3-4 Tage unterwegs zu sein. Ja, ich hatte eigentlich mal geplant, jetzt zu dieser Zeit 2 Wochen unterwegs zu sein, aber das große C macht da im Ausland eigentlich ziemlich viel durcheinander. Andauernd ändert sich was, da wollte ich denn das nicht machen. Jetzt spare ich mir den Urlaub für nächstes Jahr. Aber so wie hier in Dänemark ist es genau andersrum. In einer Woche ist hier die Epidemie vorbei. Ja, es wird alles aufgehoben, völlig vorbei. Ich habe ja auch keinen Menschen mehr gesehen mit Maske. Das ist echt komisch gewesen. In Deutschland, da drehen sie noch alle durch. Und hier ist eigentlich fast gar nichts mehr. Es ist so gut wie weg. Ja, die Impfquote ist hier schon viel, viel höher. Ja, okay. Aber davon will ich jetzt nicht weiter reden. Das war ein schönes Wochenende, 2 schöne, tolle Touren. Ich hoffe, es hat euch dann gefallen. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin. Also hier heißt, so heißt es hier auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.